Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren neuen Folge Layers of Fear 2023, dem Remake von Teil 1 und 2 inklusive der DLCs und neue Inhalte. Ja, und wir sind aktuell immer noch dabei, hier den Weg des Malers hier zu spielen. Haben in der letzten Folge wieder ein Stückchen gemalt und ja, wir sehen langsam auch ein Gesicht. Ja, könnte, wie gesagt, die Frau sein, die wir hier malen. Ja, ja, die Geschichte ist sehr, sehr interessant, sehr düster. Das Spiel allgemein sehr atmosphärisch. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. In the end, what he needed was a sharp focus. He had to finish it. Teilweise auch gruseliger als das Original, wie ich finde. Und ja, die Dame, die uns da ständig verfolgt, schätze ich mal, ist wohl unsere Frau. In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. In other words, don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. A husband in mourning, a momentary lapse of reason, an overzealous bureaucrat. Trust me, this is our best option. Considering what you've been through lately, I'd say we have a good 50-50 chance of a good outcome. But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts, no more rambling. Better yet, no public appearances whatsoever. You can still get your daughter, though. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir, das ist unsere beste Option, wenn man bedenkt, was du alles in letzter Zeit durchgemacht hast. Würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Geschwafel oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch... Punkt, Punkt, Punkt. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, das haben wir tatsächlich schon mal gelesen. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Okidoki, let's go. Schauen wir mal, was uns diesmal alles so home sweet home erwartet. Okay, ja, wir sind übrigens, ich glaube hier Kapitel 6 mittlerweile angelangt. So, ich glaube hier können wir bestimmt was machen. Mit unserer Lampe. Dear utterly despised traitor. Come, you turned on me in time of need. We'll worry about it later. Now you have your prize. Watch our demise. One last spectacle by a half-dead couple. A feast for your ears and eyes. Einladung. Lieber ganz und gar verachteter Verräter. Komm, du hast mich verlassen, als ich dich brauchte. Aber darüber sorgen wir uns später. Nun bekommst du deinen Preis. Sieh dir unser Ende an. Ein letztes Spektakel von einem halbtoten Paar. Ein Schmaus für Ohren und Augen. Hm.
Auditorium. Hier gäbe es auch was, ne? Ist jetzt natürlich wieder die Frage. Oh, es speichert. Ah, dann geht die Tür mit Sicherheit zu. Das ist safe. Die könnte natürlich auch zugehen, ne? Ah, ich weiß nicht, Leute. Okay, es ist mal wieder sehr, sehr dunkel hier. Why would I need that? Are you insane? Okay, wie es scheint, haben wir uns richtig entschieden. Die Tür ist nicht zugefallen. Ja, die ist jetzt zu, ne? Die bleibt auch, ja. Seht ihr? Gut, dass wir erst in die andere Tür sind. Don't forget. Juni, vergiss nicht. Finish. Okay, bring es zu Ende. Nur noch ein bisschen und dann ist es vollbracht. Nichts wird mich darin hindern, es zu Ende zu bringen. Finde es in dir und bring es zu Ende. Bring es einfach zu Ende. Bring es zu Ende. Ah, ein Stück unseres Bildes hier. Das war sogar das erste. Gut, wir haben eh schon ein paar vergessen, ne? Leider. Oh, da ist noch. Oh, das sind ja noch. Bring es zu Ende! Finish. Bring es zu Ende. Lass doch mal die. Ich bin doch noch gar nicht richtig drin. Also. Wirklich. Ich weiß nicht, gefällt mir hier nicht so. Da passiert doch gleich bestimmt wieder was. Nee. Okay, das hat wohl die Tür geöffnet. Okay. Right. Just one more can. Be ready. Look at you. Who's a dead boy? Who's a dead boy? You are. Wieder ein Bild. Also ein Stück des Bildes. Sie beobachten mich.
You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Oh. Seht ihr den Schatten? Ein Schatten einer Ratte. Na. Ah. Ja, alles klar. Das ist das Bild aus dem Leuchtturm, ne? Wo aktuell die Autorin die Geschichte am Schreiben ist. Na toll, jetzt ist auch noch die Tür zugefallen. Wie? Ja, es war mir so klar. Irgendwas passiert hier jetzt. Hilfe! Okay. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso kommen die zurück? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Warum? Wieso nur? Oh nein. Geh weg. Was ist denn? Ist die jetzt schon wieder da? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, Maria und Josef. Geh weg von mir. Nein. Geh weg. Lass mich raus. I have to kill to be able to work. I will. We need to finish it. Na toll. Wir haben anscheinend wieder zwei Wege. Ich schau mal erst, ob die Tür da überhaupt aufgeht. Sie würde tatsächlich aufgehen. Ah, die Unsicherheit wieder, ne? Ich schau erstmal hier, was hier so geht. Was war denn das jetzt für eine Tür? Die da gerade zugefallen ist. Da war doch gar keine Tür. Oder? Das könnte da hinten die gewesen sein, ne? Ah, ich weiß nicht, wo lang, Leute. Scheiße. Mir kommt es vor, als wäre ich jetzt hier einmal im Kreis gelaufen, quasi, ne? Da hinten dran steht. Was? You have to see it. It won't be finished until you see it.
music should we choose for the exhibition? A waltz? A march? A requiem? Welche Musik sollen wir für die Ausstellung wählen? Einen Walzer? Einen Marsch? Nein, ein Requiem. I shouldn't try to contain my art in the workshop. The world is my canvas. The work is never finished. Ach so, jetzt ist wieder alles normal. Mehr oder weniger. Na gut, was heißt normal? Ich glaube, normal ist hier gar nichts, ne? Okay, das kriege ich von hier gar nicht. Wie es scheint. Oh, hier. Und wieder ein Stück. This commission, she asks. Doubt in her eyes. Sometimes I just want to. Oh ne, was ist denn schon wieder? Hallo? Oh Mann, ey. Don't leave me. Lass mich in Ruhe. Was ist das jetzt hier? You. It's you who brought this chaos upon us. Let go. Na, er schon wieder. To find me, you okay. Must embrace chaos. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The horror ran down. Hickory dickory dock. Why don't you answer me? I need something, anything, Some old notes will suffice. I know you're dead, but we both know you're not really gone. Without you, it won't be finished. Warum antwortest du mir nicht? Ich brauche etwas, irgendwas, wenn es nur alte Notizen sind. Ich weiß, dass du tot bist, aber wir wissen beide, dass du nicht wirklich weg bist. Ohne dich wird es nicht fertig.
useless. What have I become? My own body is a cage. A weak child is to be eaten, not nurtured. You think yourself an artist? I believe in you. Please! I need you! We'll get through this. I trust you. Yes, things are better now. I think we can make this work. I really do. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to, the only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Hello. About time for us to talk, don't you think? God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sind die Sachen, die wir schon eingesammelt haben, ne? God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. So, jetzt ist er fertig. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. My love, I wish I could do what all mothers do and tell you that monsters aren't real. But it wouldn't be true. Life can create things of exquisite beauty, but it can also twist them into hideous beings. Selfish, violent, grotesque, monstrous. It hurts me to say that your father has turned into one such monster. And I'm afraid the disease that afflicted his mind has taken hold of me as well. It sickens me to think what we've put you through. There is no excuse. I only ask of you, though I know I do not have the right to do so, to try and forgive us. I despise what your father has become, but I love and pity him all the same. I only hope you can find it in your heart to feel the same about him, about me. I wish I could see you blossom into a strong, beautiful woman. I wish I could be there for you. But I can't. This is the only way. Goodbye. 2. Oktober. Mein Herz. Ich wünschte, ich könnte machen, was alle Mütter machen und dir sagen, dass es keine Monster gibt. Aber das wäre nicht die Wahrheit. Das Leben kann Dinge von außerordentlicher Schönheit schaffen, doch es kann sie auch zu abscheulichen Wesen verzerren. Selbstsüchtig, gewalttätig, grotesk. Monströs, es schmerzt mich, dir sagen zu müssen, dass dein Vater zu so einem Ungeheuer geworden ist. Und ich befürchte, dass die Krankheit, die seinen Geist befiel, nun auch mich in Beschlag genommen hat. Es ekelt mich an, daran zu denken, was wir dir zugemutet haben. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich weiß, dass ich kein Recht darauf habe, doch ich bitte dich inständig darum. Bitte versuche uns beiden zu verzeihen. Ich verabscheue, was aus deinem Vater geworden ist, doch gleichzeitig liebe und bedauere ich ihn. Ich kann nur hoffen, dass du in deinem Herzen das Gleiche für ihn verspürst. Wie auch für mich. Ich wünsche mir, ich könnte dich zu einer starken, wunderschönen Frau aufblühen sehen. Ich wünsche, dass ich für dich da sein könnte, doch ich kann es nicht. Dies ist der einzige Ausweg. Leb wohl.
Ah, wir haben schon wieder eins verpasst. Warum? Schade. I think I should be happy. Why am I not happy? I have a beautiful daughter. I think she is. I know she is. So why can't I look at her without feeling sick? I used to have a loving husband, wonderful, sensitive. Now, all I see is this strange man who only cares about his paintings. Like they matter at all. It's all so pointless. Music used to help, doesn't anymore. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Zumindest glaube ich, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll, einfühlsam. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Er tut so, als wären sie von Bedeutung. Es ist alles so sinnlos. Früher hat die Musik geholfen. Jetzt tut sie es nicht mehr. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's mess. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Ah, da ist es. Ah. Ja, sehr nice. Wir haben mal wieder eins komplett. War jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Kapiteln tatsächlich nicht so, ne? Was ist denn... Oh, nö. Komm schon. Was ist denn das jetzt? Wieso ist das hier so anders? Was muss ich überhaupt haben? Wo ist denn die? Da kommt sie. Okay, hier scheint es nicht lang zu gehen, ne? Doch, hier. Müssen wir irgendwas tun? Muss ich dem Weg folgen? Irgendwas? Ah, okay, ich muss das hier so ein bisschen frei machen anscheinend. Alles klar. Okay, wir warten hier einfach mal kurz auf sie. Was hast du denn? Geht's dir gut? Okay. Wir gehen mal weiter in den nächsten Raum. Hier gibt's bestimmt auch was zum Zerstören. Ja, hier. Schaffen wir das noch? Okay. Oh, die ist ja schon da. Boah, ich hab sie im ersten Moment gar nicht gesehen. Okay. So, also wir müssen wohl überall hin, wo Bilder sind, ne? Wie es scheint. Dann auch hier wohl irgendwie ein bisschen, ne? Oh weh. Ich hänge. Na. Ich weiß nicht, ich glaube, die ist wieder schnell unterwegs. Okay.
Nein. Okay. Was geschieht hier? Okay. Raus hier. So long. Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is. Oh God. No. 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 What no, have no, you no. done? No. Sorry. Sorry. Ich rufe da die ganze Zeit eine Nummer an, die ich nicht kenne. Kann ich ja gar nicht abhaben, ne? Irgendwie. So, was haben wir hier? I finally figured it out. And it's all thanks to you. You've showed me that there's no other way than that. Your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. Müssen wir das öfter machen? Das scheint so, ne? Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster. But at least there was to come something beautiful from all this filth. Okidoki. Ah. No Rollo Klopapier. Oh, wir dürfen gar nicht mehr abziehen. Das ging mal. War hier noch was drin? Nope. Außer Schlangenöl. Elixir of Life, okay. Uiuiui. Im Moment habe ich es aber mit meinem Hals, ne? Ganz seltsam. Was wird hier? Was wird hier gelacht? Lachen verboten. Was ist das? Ich konnte. Okay. Wieso konnte ich das Bild da jetzt einsammeln? Okay, das sind hier so Sachen, die wir gesammelt haben, ne? Auf dem Tischchen hier. Aber was hat es jetzt mit diesem Bilderrahmen da auf sich? Kann man da noch mehr sammeln wohl? Oder tatsächlich, guck mal. Hä? Was ist denn... Was ist denn das jetzt? Okay. Was ist das? Okay, hier ist zu.
ich da jetzt irgendwie... Kann ich hier aufmachen? Geht. Das würde gehen. Okay. Da ist nichts. Aber was hat's denn da jetzt mit den Bildern da auf sich? Verstehe ich nicht. Warum könnte ich die denn... austauschen? Das sind auch so Sachen, die wir gesammelt haben, ne? Okay. Verstehe ich nicht. Also Türen sind soweit zu. Immer noch. Seltsam. Okay, nee, da ist alles zu. Da passiert nicht viel. Da sollte ich vielleicht mal einfach nur die zwei Bilder halt aussuchen, also die Plätze. Wie bitte was? Ich könnte schwören, ich hätte gerade eine Tür aufgehen gehört, ne? Die lachen mich doch schon wieder aus. Sag mal. Ah. Ah, guck mal da. Da ist noch eins. So. Und was ist hier jetzt richtig und was nicht? Keine Ahnung. Wo hatte ich denn das andere her? Da, ne? Ah, da kann ich jetzt gar keins mehr hinstellen. Hä? Was check ich denn gerade nicht? Irgendwas check ich hier nicht. So ganz. Badezimmer ist jetzt zu, okay. Also irgendwas kapiere ich hier gerade nicht. Ich kann die Bilder hier austauschen. Da habe ich eins weggenommen. Kann aber komischerweise keins mehr hinstellen. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wie ist das, wenn ich jetzt hier reingehe? Die Tür bleibt ja... ohne Worte. Wirklich ohne Worte. Ich hätte jetzt gern gewusst, was es damit auf sich hat, ne? Ehrlich gesagt, warum hätte ich die, konnte ich die austauschen? Schade. Ich hätte eigentlich gedacht, dass diese Tür wenigstens noch aufbleibt, aber ja. Wohl nicht. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Ja. Naja. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, malen wir nochmal. Okay. Oh nein. Es ist alles weg. What's going on? Es ist alles weg. It hurts. When I realized it was too late. Open your eyes. Do you see me?
tried to do my best. I tried. I did. Fix it. I tried to cope. I tried to be there for you both. How was I supposed to do it without you? Something to calm my nerves. Broken. Where are you going? Wir dürfen einfach nicht hier rein. Wir können noch 20 Mal die Treppe runterlaufen. I remember the feeling of seeing it all falling apart, fighting the helplessness and losing. Take it back. Sind wir in der Küche? It was like a curse. Primal. Angry. Blind. Ever since the accident. Devoured by forces out of our control. What will you say about it? How will you end his story? Abgeschlossen. Beende das Meisterwerk. That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please! This time, I almost had it.
Oha, okay. Tja. Okay, krass. Anscheinend war das nicht das einzige Mal, wo er es versucht hat zu beenden. Können wir da rein? Okay. Das ist seine Frau, ne? Schätze ich. Hat er schon ein paar Mal gemalt. Ja. Guckt euch das an. Wahnsinn. Okay. Na, jetzt ist auch wieder alles offen hier, ne? Krass, ja. Hat er wohl mehrmals versucht, das Bild zu malen, hat wohl nie funktioniert, so wirklich, ne? Na gut. Ja, psychisch ganz da ist er ja auch nicht mehr, ne? Also, hat sich das so, ja, reingefressen, dieses Bild da zu malen. Und am Ende quasi dann, ja, doch alles verloren, ne? Und nun fangen wir wieder von vorne an, oder was? Ja, die Leinwand ist leer, liebe Leute. Okay. Aber anscheinend, ich schätze mal, das könnte es vielleicht gewesen sein jetzt. So mit dem ersten Teil bin ich bei. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher. Ne? Also vom Ende her, ja, kann man sagen, ja, ist vielleicht zu Ende. I believe in the end. He knew that one can't make art. True art. Without cracks, without breaks, and without pain. Jetzt spielen wir wieder die Autorin, ne, im Leuchtturm. Wie gesagt, kann sein, dass das jetzt zu Ende ist. Vom ersten Teil her gab es auch die Trophy beendet, das Meisterwerk. Weiß jetzt nicht, ob wir jetzt danach dann schon Teil 2 spielen oder erst die DLCs. Denn, ja, wie gesagt, das Spiel hat sogar DLCs. Ich glaube, vom Teil 1 spielte man auch mal die Tochter von dem Maler. It was done. He finished it. Or did he? Es war vollbracht. Er hatte es beendet. Oder? Ah, okay. Schaut, da ist es ja. Inheritance, ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Das ist das DLC von Teil 1 tatsächlich. Ja, willst du spielen? Du kannst erst zum Leuchtturm zurückkehren, wenn du es beendet hast. Ich mache erstmal Nein, ne? Final Note, Masterpiece. Ah, das rote Buch ist wohl. Das rote Buch ist wohl. Das, was wir jetzt gespielt haben, ne? Teil, der erste Teil mit dem Maler. Das hier und The Final Note. Das war, glaube ich, auch ein DLC. Ich mache aber dennoch Nein erstmal, ne? Wissen wir aber Bescheid. Auf jeden Fall. I don't know what happened. I struggled with the part where daughter enters the scene. Da wird's angesprochen, glaube ich. Too close to home? No. It's this place, this fucking island, this lighthouse. I was afraid and called. The generator died. I went to restart it. I know it happened. And then, maybe I was high? Or I actually saw my muse and had a conversation with her. Called later, but I didn't have time for it. I knew what to write. The block was gone. I knew how to finish this book. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte Probleme mit dem Teil, wo die Tochter von Unleserlich die Szene betritt. Ähnelt es zu sehr meiner Geschichte? Nein, es ist dieser Ort, diese verdammte Insel, dieser Leuchtturm. Ich packe es nicht. Ich hatte Angst und rief Unleserlich an. Der Generator ging aus. Ich wollte ihn neu starten und ich weiß, dass ich das gemacht habe. Und dann? Vielleicht war ich high und ich habe tatsächlich meine Muse gesehen und mich mit ihr unterhalten.
Unleserlich rief später an, aber ich hatte keine Zeit. Ich wusste, was ich schreiben wollte. Die Blockade war weg. Ich wusste, wie ich dieses Buch beende. Okay. Wir schauen uns erstmal um. Und ja, unsere Stunde ist eh gleich vorbei. Dann werde ich das DLC auch nicht mehr starten jetzt in dieser Folge. Machen wir dann direkt zu Beginn der nächsten Folge. Was ist hier? My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing, venerated. It was never true, was it? Even before the depths of desperation. When the book became a hit, I already knew what I lost. I knew who she took from me. 10 years is a lot of time for a person to fail. To hit the bottom. To explore it. And to find the darkest secrets of their craft. I'm coming back there. I'm getting him back. Mein Gaumen war befriedigt, nüstern geschmeichelt, Status angebetet. Es war nie wahr, oder? Noch bevor den Schulden und der Verzweiflung, als das Buch ein Erfolg wurde. Ich wusste schon, was ich verloren hatte. Ich wusste, wen sie mir genommen hatte. 10 Jahre sind eine lange Zeit für jemanden, um zu fallen, aufzuschlagen und den Boden zu erforschen und die dunkelsten Geheimnisse ihrer Kunst zu finden. Ich komme dorthin zurück. Ich hole ihn mir wieder. Was war denn das? Is this? Oh my God. How? I guess they ended up here after the ship sank. But okay. Es könnte so ein kleiner kleiner Hinweis sein auf den zweiten Teil. Wie gesagt, da spielt man auf einem Schiff und soll einen Film drehen. Das sah jetzt hier ganz nach einer Filmrolle aus. Wer hat das dahingestellt? Despite our previous reminders, the above amount due remains unpaid. We regret to inform you that unless payment is received by, this matter will be passed over to our debt collection agency. Sehr geehrter Unleserlich, trotz unserer vorherigen Mahnungen bleibt der oben genannte fällige Betrag unbezahlt. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass diese Angelegenheit an unser Inkassobüro weitergeleitet wird, sofern die Zahlung nicht bis Unleserlich eingegangen ist. Okay. So, und da hoch dürfen wir wohl immer noch nicht. I think I always loved how broken you are. Okay. Look, I bought his favorite wine. I thought it fitted the occasion. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich... Bis. Okay. Ja, haben wir jetzt eigentlich im Prinzip jetzt nur noch
Was ist denn mit ihr? Den Keller, können wir telefonieren? Okay, wir telefonieren noch. You sick fuck! How dare you! Ah, hello. It is always good to hear from one of our writers. Bring him back! I'm afraid it's not possible at the moment. You know where I'm at, sad man? I'm at your precious lighthouse! Yes, I am aware of that. Don't interrupt me! I'm at the lighthouse, and I know how to hurt your precious queen. I know how to break that pact. So either you bring him back, or I'll show you what I can do with words! I will warn you that it is a fruitless endeavor. I don't give a fuck about your warnings! I will destroy her. I will get him back! I will write my own story! Okay. Wer hat das denn hingelegt? Das war gerade noch nicht da. Congratulations on your comeback! We are delighted that after a decade, you still remember about our hermitage. Make yourself at home. I mean, after all, it is the only one you have. Liebe Unleserlich, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Rückkehr. Wir freuen uns, dass Sie sich nach einem Jahrzehnt immer noch an unsere Einsiedelei erinnern. Fühlen Sie sich wie zu Hause, ist schließlich das Einzige, das Sie haben. Wir wünschen Ihnen einen fruchtbaren und inspirierenden Aufenthalt. Das Management. Die Tür ist immer zu, ne? Fuck. Okay, wir gehen noch einmal nach unten, ob es da noch was Neues gibt. Ansonsten, ja, ich sag, machen wir dann auf jeden Fall jetzt hier die Folge zu Ende und starten auf jeden Fall dann in der nächsten Folge diese beiden DLCs, ne? Machen wir auf jeden Fall noch. Wir spielen auf jeden Fall alles. Und dann schätze. Schätze ich, geht's dann auch weiter zum zweiten Teil. Maybe deep in his heart, he longed for them. For any presence other than his own. Warum sind da jetzt die Kerzen ausgegangen? Wieso ist der Generator? Der läuft doch gar nicht. Sag mal. Hallo? Na, Supi. Gut, anscheinend müssen wir sogar tatsächlich, um weiter zu spielen, weiter zu kommen, wie auch immer, muss man tatsächlich sogar die DLCs spielen. Aber wie gesagt, finde ich ja nicht schlimm, bisschen was extra. Ja. Je mehr hat man auch natürlich vom Spiel. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt den Leuchtturm besichtigt. Speichern kann ich jetzt hier an der Stelle nicht. Ich weiß nicht, wo er als letztes speichert. Aber wir haben jetzt alles gesehen. Dann machen wir, falls wir hier direkt wieder starten sollten, gehen wir direkt dann hier an das erste Buch, ne? Und machen das erste DLC, aber das natürlich in der letzten Folge. Ja, die Geschichte des Malers ist somit quasi dann beendet. Wir haben das Meisterwerk vollbracht oder auch nicht, man ist sich da noch nicht ganz sicher. War aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant bis jetzt. Wie gesagt, das Spiel kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Es ist sehr düster. Die Geschichte ist total krank, traurig, zugleich. Ja, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht, wie es in den zwei DLCs aussieht. Und natürlich der zweite Teil, Layers of
4. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und Servus.